Und damit auf ein neues Super 3 von Professor Layton. Ja, und der Rot des Phantoms. Genau das. Immer wieder. Und bei unserem dritten Part haben wir auch drei Rätsel gelöst. Aber es geht famos weiter. Wir gehen nämlich jetzt in den nächsten Screen. An die Kreuzung. Und schauen, was uns da erwartet. Nämlich eine Maus, die du nicht erwischt hast. Schade. Und da vorne ist nämlich schon, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber was hat sie da? Sie hat Sachen von... Nein, jetzt klingelt's. Oh Mann, jetzt kann ich jetzt gerade nicht. Mach, klick mal da den Wagen an. Ich lasse dich gleich ein bisschen rätseln dafür. Ach je, was für ein Durcheinander. Dürfen wir Ihnen zur Hand gehen, Madame? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, mein Karren müsste neu beladen werden. Ach je, wie unangenehm das doch ist. Aber ich bitte Sie, wir helfen Ihnen doch gerne. Ach, ich danke Ihnen. Also das Problem ist folgendes. Der Wagen, den Wagen beladen. Ich habe meinen Karren in einer solchen Hast beladen, dass beim ersten Schlagloch in der Straße alles herausgeputzt ist. Oh Gott, warum muss ich jetzt den ganzen Text so sprechen? Können Sie ihn für mich wieder neu beladen, ohne dass Lücken entstehen, damit die Ladung gesichert ist? Ich habe bereits mein Bestes gegeben, aber ohne Ihre Hilfe wird das wohl nichts mehr. Okay, dann geh du, ich mach das. Nee, alles gut. Geht gerade. Ich glaube, er kann den Touchpad ein bisschen zu ziehen und du kannst es auch irgendwie drin. Nehmen Sie auf? Ja. Wir haben gerade ein Rätsel. Das man auch drehen kann, finde ich. Ja, aber das ist gar nicht so schwer, aber ich habe, also wie heißt er denn? Hier, Nico hat sich da ein bisschen schwer getan. Also ich würde das Teil, was du da gerade oben rechts hast, oben links, und das, was du rechts hast, versuchen als erstes einzuordnen, weil die sind sehr blöd. Das sind die, die am meisten stören. Kennst du die Lösung? Frag mal der Person, die soll ruhig sein. Ja, die soll laut. Man hört euch sonst. Ich kenne die Lösung. Ja, nein, kenne ich nicht. Bei dem Rätsel ist es ein bisschen blöd. Aber die dürfen sich, wie gesagt, auch nicht überlappen. Das ist ja logisch, oder? Das könnte schlecht aussehen. Oder? Doch, ich glaube, das ist... Ei, schade. Was für ein Problem. Aber keine Sorge, als Nico das gestreamt hat, hatte er auch Probleme mit dem Rätsel. Ja, das ist auch nicht so schlimm wie Schieberätsel. Ah. Das Ding ist, ich kann dir jetzt auch keine Tipps geben, weil ich es selber nicht weiß, beziehungsweise das sind so Rätsel. Da merkt man sich die Lösung nicht. Ich jetzt. Mach nochmal neu. Nein, nein. Mach nochmal Reset. Hast du mir das schon erzählt, weil du... Das kannst... Ich komme nur, wenn ich fertig bin. Es dauert nicht mehr lange. Wartet einfach. Mein Gott, ich hasse es. Ja, ich kann Lea leider dazu nichts sagen, Jan. Wette dazu, ist ja rätselig. Wenn du das alles gleich hinkriegst, wär's ja lang. Na, da würde jetzt die Treppe gut dran passen. Wenn du jetzt da unten links die Treppe reinmachst. Ja, ich krieg da unten ja nichts mehr rein, deswegen hat sich das eher. Könnte so da rein. Ich glaube, so weit war ich schon. Ja, das meine ich ja. Thank you.
Ich gucke einfach nebenbei mal die Lösung an. Da kann ich dir einen Tipp geben. Müssen aber alle Plätze belegt sein, oder? Ja, und es darf sich auch nichts überschneiden. Lösung angucken ist doof. Es gibt doch im Notfall auch noch Tipps. Oh, was machen die denn? Irgendwas ziemlich laut. So. Mach mal die Treppe oben links hin. Ja, mehr lass jetzt die mal nicht. Da. Schaff das. Ja, und den unteren ist das auch richtig schon. Ja, machst du richtig. Nee, nochmal drehen. Nein, nochmal. Nein. Doch. Eine fordernde Aufgabe. Scheiße. Hab ich hingekriegt. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Ja. Klasse. Du hast alle Gegenstände auch im 180 Grad eingeladen. Weiß nicht, wer das sagt. Mein Geil. Ein wirklich sicheres Gefühl, wenn die Sachen so nahtlos aneinander liegen, dass nichts wackeln oder rutschen kann. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Oh mein Gott. Ola, damit sollte alles am rechten Platz verstaut sein. Ach, Sie sind mein Retter. Dann will ich mich bei Ihnen meine Hade Hade. Ja, tut mir leid, hier ist gerade was aufgeploppt. Ich muss das jetzt irgendwie. Geh weg. Ja. Nein, es geht ja schon voll wild. Ihr habt das nicht gesehen, egal, weiter. In Sicherheit. Steht da in Gefahr, meine Dame? Wie? Wissen Sie jetzt alles nicht? Ein riesiges Untier wütet in der Stadt. Ein Monstrum. Deswegen bin ich auch mit meinem Hab und Gut auf der Flucht. Anweisung der Polizei, wissen Sie? Aber ach, ich habe es bis hierher geschafft. Ich lahme Schnecke, ich. Wenn wir das Orakel nicht hätten, wüssten wir nicht einmal, in welche Richtung wir fliehen sollen. Oh Gott. Ja, wir haben bereits von diesem Orakel gehört. Wer ist dieses mysteriöse Orakel? Lass das mal da bitte liegen. So ganz genau weiß ich das auch nicht. Ich weiß nur, dass es mit der Polizei in Kontakt steht. Und die warnt alle Einwohner, wenn Gefahr im Verzug ist. Passen Sie bitte gut auf sich auf, während Sie sich in Miss Halloway aufhalten. Und nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Ohne Sie würde ich immer noch hier stehen und mich beklagen. Professor, sehen die Leute hier so abergläubig? Ich meine, ein Riese, der dich das heimsucht. Nun, während unserem Aufenthalt, während unseres kurzen Aufenthalts, haben wir so einiges gesehen, Emmy. Ein völlig zerstörtes Haus, eine Dame, die mit ihren sieben Sachen. Was? Mit ihren sieben Sachen ihrem Heim entfliehen musste. Aber glaube oder nicht, es scheint etwas mit Clarks Brief, es scheint alles mit Clarks Brief in Verbindung zu stehen. Halten wir uns jedoch lieber mit, oh mein Scheiße, voreiligen Schlüssen zurück, bis wir mit Clark gesprochen haben. Es sollte nicht mehr weit sein, lassen Sie uns weitergehen. Tipp mal das Rohr an. Oder gibt's nicht? Einfach ein anderes Screen. Nein, du hast kaputt gemacht! Marianne. Ja, haben wir alle drei. Also sprich mal hier mal Inspektor, keine Ahnung wer das ist. Bin. Diese Straße ist gesperrt. Ihr müsst einen anderen Weg finden, wenn ihr hoch wollt.
Hier kommen wir wohl nicht weiter. Clarks Anwesen liegt im Westen. Lass uns dort nach dorthin gehen. Stopp. Sekunde, ihr zwei. Ja, können wir das für Sie tun? So wie ihr ausschaut, seid ihr zwei Reisende der rätselbeliebenden Sorte. Wisst ihr, fünf Rätsel hintereinander passiert etwas Spannendes mit euren Rätseln. Etwas Spannendes? Was denn genau? Tja, ja, das ist nur etwas, das ihr schon selbst rausknöbeln müsst. Und jetzt, husch, ich bin ein beschäftigter Mann. Macht, dass ihr fortkommt. Aber sie haben uns doch gerade zurückgerufen. Also, Professor, was könnte das wohl Spannendes sein? Ja, zu sagen. Anscheinend müssen wir fünf Rätsel in Folge lösen, um es zu erfahren. Ha, das ist doch für uns ein Kinderspiel, Professor. Aha, da will ich Ihnen gerne zustimmen, Emily. Emmy, ja, ist doch selbe. Ah. Jetzt sollten wir Clarks Anwesen aussuchen, bevor es dunkel wird. Also ab nach links. Nein! So langsam. Wir gehen nach rechts. Oh, man kann echt nach rechts gehen. Das war links. Sehen Sie mal da, Professor, ein Boot! Die Bewohner von Miss Hathaway nutzen wohl die Kanäle der Stadt zur Fortbewegung. Sie fahren sicher genauso viel Boot, wie sie zu Fuß gehen. Ist ja wie in Venedig. Ein wenig uriger. Hihi. Boote sind hier anscheinend viel beliebter als Autos. Na, dann müssen Sie unbedingt eine Bootsfahrt unternehmen, ja, Professor? Das klingt verlockend. Nachdem wir mit Clark gesprochen haben, suchen wir uns ein edles Wassergefährt. Herr Tritons Haus müsste auf der anderen Seite der Brücke liegen. Gehen wir? Erstmal hier den guten Mann ansprechen. Der hat nämlich ein Rätsel für uns. Und wir brauchen wieder ein paar Münzen. Ah, ja. Eins. Okay. Hallo. Hey, zwei neue Gesichter. Euch beide habe ich schon noch nie beim Schlendern sehen. Miss Hathaway kommt hier ohne Buggy und seine Boote nicht weit, wo ich hier stehe. Wir Buggys Schaluppen. Was ist das für ein Wort? Kleiden sanft wie Schwäne und sind schnell wie Düsen sitzen. Naja, fast. Die Booten sie bieten Bootsfahrten an. Ja. Das ist ja vortrefflich. Bin mir sicher, dass wir ihre Dienste schon bald in Anspruch nehmen werden. Klingt klappertastisch. Ach, und ich hätte ja so ein persönliches Rattle für euch. Ich sage nur, ein Rätsel, was man kennt. Oh nein! Das hat sich ein Hund, zwei Katzen und drei Küken sollen auf einem Floß über einen Fluss transportiert werden. Leider ist das Floß so klein, dass außer den Kapitän nur zwei Tiere draufpassen. Außerdem müssen immer mehr Katzen als Hunde und mehr Küken als Katzen zur gleichen Zeit am selben Ort sein. Wenn sie unbeobachtet sind, denn sonst tanken sie sich. Wie bekommt man alle Tiere ans andere Ufer? Tja, let's go. Immer mehr Katzen. Ja, immer mehr Küken als Katzen. Mehr Katzen als Hunde. Und bei Gleichstand tot. Ja, es ist klar, du musst dir da draufziehen und dann los tippen und ja. Was habe ich gerade gesagt? Bei Gleichstand ist tot. Nimm mal Hund und Katze, ich glaube, das ist sinnvoll. Oder Katze und Katze. Ach, man kann zwei nehmen. Ja. Jan. Es müssen mehr Katzen als Hunde sein. Kannst du nicht einfach dann die Katze da allein lassen? Ich meine, du hättest auch die Katze wieder mitnehmen können, theoretisch, aber na gut. Jetzt kannst du. Katze und Huhn? Nee. Das geht nicht. Weil sonst sind auf der anderen Seite ja nur ein Huhn. Außer du nimmst das Huhn wieder mit zurück. Nimm mal Katze und Huhn. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen versuchen. Was, nimm mal Katze und Katze? Oder nimm nur ein Huhn? Nimm mal nur ein Huhn, vielleicht. Nur das Hühnchen. Ja, nur das Hühnchen zurück.
Hühnchen. So, jetzt nimmst du den Hund. Und. Nee, nur ein Hund. Nee, das geht ja nicht, weil wenn es ein Küken ist, dann ist es blöd. Oder? Jetzt kannst du wieder zurück ohne was. Zwei Kükchen. Und platsch. Nein. Ja, los. Jetzt eine Katze. Nee, eine Katze und ein Hund. Küken und Hund. Jetzt ganz ruhig. Wenn du den Hund mitnimmst. Ja, nur den Hund. Und jetzt nimmst du die beide mit. Und voilà, meine Antwort. Richtig. Eine herrliche Denkaufgabe. Jetzt passiert was Gutes. Das war doch das fünfte, oder? Richtig, es gibt mehrere Lösungen für dieses Rätsel, aber der Fluss muss mindestens 7-mal überquert werden. Versuche noch, doch noch weitere Lösungen zu finden. War doch gar nicht so schwer, oder? Damit habt ihr euch als erstes eine Fallhöhe erreichen. Und nicht vergessen, wenn ihr mal etwas schnell von einem Ort zum anderen müsst, ist Bucky your man. Wie geht's? Gut. Ja? Ja. Ich trete einen Livestream. Ja. Nein, das ist ein Video und kein Livestream. Livestream. Flo macht keinen Livestream. Die ganze Stadt ist so grün und die Frucht. Und die Luft ist wunderbar. Mach dir mal die Tür zu, bitte. Ich kenne dir, dass die Stadt immer mit reichlich frischem Wasser versorgt. Das macht Miss Halloween zu einem fruchtbaren und pflanzenreichen Ort. Furchtbar. Schauen Sie dort. Das strahlend grüne Blätterwerk scheint wirklich kein Ende zu nehmen. Von hier aus sieht die Stadt viel freundlicher und hübscher aus, gar nicht mehr unheimlich. Unheimlich, oh Gott. Ah. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Gleich, sind noch 5 Minuten, ja? Und jetzt bitte ruhig sein. Uhr. Was ist denn Uhr? Ich hab nie geschaut. Also. Oh nein, okay, speichern. Wir speichern eh gleich am Ende, aber. Nein, stopp, noch nicht! Doch. Nein! Das ist nicht das Part des Ende. Oh Gott. Das Part des Ende. Noch nicht, wir hören aber gleich auf. Wir gehen nämlich noch nicht in das Anwesen, aber suchen nochmal eine Münze. Ich soll die Tür zumachen! Nein. Tür zumachen! Nein, ich hab einen Stein. Er hat sich nicht mehr ein. Ich hab den mal angegriffen. Gut. Entschuldigen, weißt du vielleicht, ob wir in diesem Haus Toiletten wohnt? Nein, nein. Bitte. Ja, du sollst ruhig sein. Groovy. Ihr wollt den Bürgermeister besuchen? Euch habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin schon hier. Den Bürgermeister? Solltet weisen, dass Herrn Toiletten. Ja, er herrscht über die Geben der Stadt. Kennt ihr ihn etwa? Allerdings, nun war es uns nicht bekannt, dass er der Bürgermeister dieser Stadt ist. Zumindest hat er nichts davon in seinem Brief erwähnt. Also kennen Sie ihn. Sie haben ihn aber schon lange nicht mehr mit ihm gezwitschert, oder? Und wüssten Sie nämlich, dass er schon seit einem Jahr unser Bürgermeister ist. Oh, ich bin froh, dass er trotz des ganzen Ärgers in der letzten Zeit keine einzige Feder verloren hat. Ja, aber es fehlt noch eine Münze, glaube ich. Nee, ich habe alle 3. Ja? Ja, müsste. Ja gut, dann gehen wir noch in den nächsten Screen, suchen da die Münzen. Man hört die ganze Zeit, die Nerven. Oh. Ja, die gehen gerade raus. Nun, da wären wir. Das ist ja eine richtige Villa. Ja, Clark hat es sich zweifellos gut haben lassen. Gut gehen lassen, Alter. Lassen Sie uns mal anklopfen. Ja, nicht an die Tür klicken. Das ist das Einzige, was du nicht darfst.
Oh nein, noch ein Rätsel. Nein, nicht schlimm. Der Briefkasten der Familie Triton. Seine besten Jahre hat er wohl hinter sich. Ah, wieso den Professor? Sieht doch noch ganz... Ah, muss ich haben recht. Die Beschriftung ist kaum zu lesen. Keine Sorge, Amy. Ich kümmere mich darum. Der Briefkasten. Beim Öffnen des Briefkastens hat sich leider die bejahrte Beschriftung gelöst und nun liegt sie in Einzelteilen zu deinen Füßen. Du könntest schwören, dass dort 1, 2, 3, 4 geschrieben stand, bist dir aber nicht sicher, wie du die Einzelteile zusammensetzen sollst. Gib dein Bestes und lass den Briefkasten im alten Glanz wieder erstrahlen. Du musst die Sachen jetzt so anordnen, können sie darüber schneiden, dass da, wo die Lücken sind, 1, 2, 3, 4 steht. Du siehst da zum Beispiel dieses E, das ist, glaube ich, für die 3 ganz gut. Und das neben dem E ist die 4. Also 1, 2, 3, 4. Das heißt 4, das Teil da, das rechts oben, daneben, das muss ganz nach rechts. Ganz nach rechts. Ja, genau. Das ist dann schon mal die 4. Die können sich hier aber auch teilweise ein bisschen überlappen. Nee, mehr weiter runter, in die Mitte. Ja, so ungefähr. Also noch nach links. Ja, so. Aber ich glaube, es muss nach ein bisschen nach oben, damit es auch eine ordentliche 3 wird. Oder nach unten, eins von beiden. Ja. Aber das oben links ist für die 1, glaube ich. Nein, nicht so. Das ist ein bisschen in Betrieb. Mach es mal weg. Nimm mal. Das ist das, was du gerade genannt hast, war für die 1. Das ganz links, das Teil ist für die 1. Ja. Genau so. Jetzt setzt das da unten links, unten rechts, da drunter. Nein. Okay. Aber das da unten rechts ist auch für die 2, glaube ich. Das Teil, was du unten rechts liegen hast. Genau, jetzt muss es nur so anpassen, dass es ungefähr eine 2 gibt. Ich glaube, noch einen Tick nach links. Ja, so. Oh, das mit der 3 ist ein bisschen blöd, weil das geht gerade nicht. Das siehst du nicht. Weil das musst du, glaube ich, 1 höher machen. Ja. Ja, und jetzt nach rechts. Ja, aber jetzt wurde es da unten abgeschnitten durch das andere Teil, was du denn gelegt hast. Ja, genau, das gehört da, glaube ich, nicht hin. Das könnte passen. Mach das mal noch ganz oben an die 3. Oder das? Ja. Ne, rechts. Rechts. Nochmal. Ja. Ne, jetzt macht sie 4 kaputt. Das geht ja nicht. Da machst du ja die 4 kaputt. Ja, aber die ist ein bisschen verzögert, deswegen. Ja, so, aber nimm mal das andere Teil weg. Du hast damit die 4 kaputt gemacht. Ja, nee, das macht die 3 kaputt. Das muss eine durchgehende Zahl sein. Mach's weg, das gehört da nicht hin. Das ist nicht richtig. Kannst du das Teil, was da unten rechts liegt, nicht noch einen Tick nach links verschieben? Also was du schon reingelegt hast, ja genau das. Oh nee, das geht nicht, das würde... Muss es denn genau passen oder dürfen auch noch Lücken sein? Nein, muss genau passen, aber die können sich halt überschneiden. Also, dass eins auf einem anderen liegt. Nee, du musst nochmal neu machen. Irgendwas fehlt da, weil bei der 3 da unten bekommst du nichts hin. Da fehlt was.
Und ein Teil hast du irgendwo liegen, wo es nicht hingehört. Also bekommst du die drei da nicht zu. Egal wie du das machst, du kriegst die drei nicht zu. Ja, dann holt ihn mal wieder. Holt ihn. Holt ihn. Nein. Ey. Wie gesagt, das, was du da unten hast, ist schon für die Eins. Das unten rechts. Du hast aber jetzt schon was hingelegt, was da eigentlich hingehört. Ja genau, das gehört da nicht hin. Weil ich weiß nicht, weil, was soll denn das sonst sein? Das kann keine andere Zahl sein. Das hier ist Eins, oder? Ja, denke ich. Ja, dann sollen sie den mal holen. Ich habe jetzt keine Zeit gerade. Oh. Das sah sich doch für die vier ganz gut aus, das, was du da unten liegen hast. Neben der Treppe, das Teil. Nee, nicht das. Ja, das. Ah, es geht zu tief. Kannst du auch nicht drehen, oder? Nee. Hilfe, was ist das denn? Ich guck mal nach der Lösung. Wenn ich das selber probieren könnte, wäre es anders. Ja, sieht schon besser aus. Also guck doch mal, mach noch mal alles neu. Du musst, gewisse Teile gehören in Ecken, das sieht man ja auch, also... Das ist schon mal richtig. Ecke. Das muss auch da in die Ecke. Ja, und unten links? Fehlt auch noch was. Was kann da hin? Das passt ja auch perfekt. Die 4 muss ganz sein, ne? Hä? Ja? Mach nochmal neu, ich geb dir mal die Lösung, das ist sonst ein bisschen...
Verschiebe das rechte obere Teil in die rechte obere Ecke. Hallo. Rechts oben, nicht links oben. Du hast es eben schon hingetan. Rechts oben und nach rechts oben. Genau. Dann das untere, mittlere Teil. Ja. Schiebst du unten rechts. Hä? Ja, das ist es dann nicht, das Teil. Gar keins passt dahin. Hä? Ja? Nein, die Bälle ist super geschossen, aber will den nicht holen. Zwei Bälle! Wir haben nur zwei! Er soll sie jetzt holen! Das will er nicht! Ich komm da gleich hin! Ey! Will aber nicht holen. Hey, wie beschreiben die das denn hier? Das müssen wir echt zuschneiden, der Part ist schon eine halbe Stunde. Ei. Also das, was du gerade unten rechts hast, das gehört auch zur 2, das ist ja klar. Ja genau, das ist die 2. Das ist klar. Und jetzt haben wir auch schon die anderen Formen für die anderen Zahlen. Nur müssen wir halt gucken, wo es hinpasst. Könnte hier halt gut draufpassen. Ich weiß nicht, ob uns das so viel bringt. Mach das mal weg. Mach das einfach mal zuletzt. Ja, nimm mal das Teil, mach das unten links hin. Unten links. So, jetzt nimmst du das, was du gerade links hast, das Teil, machst du dazu 4. Ja, weiter. Ja, nee. So, nee, so macht's kaputt. Ach komm. Das musst du eins höher setzen. Ich meine das von der 2, oder? Hm. Oder sind die doch, die Zahlen fangen da alle unten an. Nee, das muss schon so sein, weil die 4 auch da unten ist, glaube ich. Die 3 muss aber eins nach rechts noch. Also eins nach links, meine ich. Die 4 hat da mehr Platz. Die 3 muss eins nach rechts noch. Nein, links. Scheiße, links, 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 links. Ja, so. Glaube ich. Jetzt kannst du mit der 4 nochmal gucken. Jetzt hast du die 3 da nicht so sehr im Weg. Nee, aber das Teil, was du da oben hast, was du eben, kannst du nur weiter nach rechts schieben. Das eine. Ja, das. Weiter rechts. Noch weiter. Oder? Rechts, rechts, rechts. Ah, nee, das geht nicht. Ich mach das gerade mit dem YouTube-Tutorial.
Wie heißt das Spiel? Aber es ist lädt und ruft des Phantoms. Ruf des Phantoms. Rätsel 6. So, sind wir wieder. Ich mach das jetzt einfach mit dem Tutorial, was daneben dran, also was ich neben dran offen habe. Dann sollte es doch eigentlich passen. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauert. Nee. Hier hin. Ah, jetzt habe ich es wieder nicht gesehen. Das ist mal langsamer. Wir hatten bestimmt alles bis auf 1 oder so. Ja, wir hatten ein paar Sachen komplett falsch angesetzt. Hä, aber warum ist denn die... Das ergibt gar keinen Sinn. Warum ist denn die 1 jetzt 2 von rechts weg und die 4 nur 1 von... 2 von links weg und die 4? Nee, das hat mich verunsichert. Etwas Kreativität, ja, mich auch. Etwas Elan und... Das sehe ich nicht ein. Kein Rätsel ohne Lösung. So Müll. Naja, war jetzt ein bisschen anders, aber naja, der Part ging jetzt, geht jetzt auch schon lang genug. Das wird rausgeschnitten. Größtenteils. Ausgezeichnet, die Einzelteile füllen wieder genau den Platz im Bezahlenraum aus. Und die nicht ausgefüllten Bereiche zeigen nun 1, 2, 3, 4. Seltsam, denn so lang ist die Straße doch gar nicht. Ui, 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 ui. Na also, wäre ja gelacht. Gut gemacht, Professor. Der Briefkasten ist dann gehen wie neu. So, nur nicht die Tür anklicken, ansonsten gucken wir noch, ob hier ein, zwei Hinweismünzen sind. Ich glaube, wir haben noch gar keine gehabt, deswegen. Zwei. Okay, haben alle drei. Ja gut, und damit verabschieden wir uns und im nächsten Part geht es dann wirklich ab in das Anwesen. Okay. Und ich hoffe, euch der Part trotzdem gefallen, auch wenn wir uns ein bisschen blöd angestellt haben bei dem Rätsel. Aber ansonsten nicht verpassen. Und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.